1000 Mann und ein Befehl. Ja, wie der Titel schon vermuten lässt, dreht es sich hier um Krieg, um die Sinnlosigkeit von Befehlen und willenlosen Ausführern dieser Befehle. Ohne diese Befehlskette und eine klare Hierarchie würde es wahrscheinlich die meisten Kriege gar nicht geben. Prominentestes Beispiel für mich hier ist der Russe, der Mitte der 80er Jahre die Welt rettete, indem er den Befehl ignorierte, Atomraketen loszuschicken. Wie sich ja später herausstellte, waren die Signale, dass sich amerikanische Langstreckenraketen auf dem Wege nach Russland befanden, nur Sonnenreflexionen. Setzen Sie die Welt in Brand, 1000 Mann und